Erklären Sie mir bitte Ihr Sparsystem, vielleicht könnte ich das auch probieren. Also ich habe meine Fantasie spielen lassen und habe mir vorgestellt, ich hätte eine So. Nicht? Aber? Und für eine So muss man doch sorgen. Muss denn? Und da habe ich mir all das Geld beiseite gelegt, das ich für den So, den ich gar nicht gehabt habe, gebraucht haben würde, wenn ich eine gehabt hätte. Verstehen Sie? Los, das ist wirklich einfach. Das verstehen wir wirklich gleich. Sie, wenn Sie mir das Ganze noch einmal der Sicherheit halber langsam erklären würden. Ich habe das immer gewusst, es wird nicht gehen. Mit dem Pass aus, jemand vorgestellt, jemand so. Nicht? Ja. So braucht man Geld, der kostet zumindest. Aber wenn er auf die Welt gekommen ist, er hat geschrieben. Dann geschrieben, das war es. Er existiert ja nicht, der Sohn, wie mein Vater sie nicht. Ja. Da habe ich einen Kinderwagen für den gebraucht. Ja. Ja. Aber einen Kinderwagen. Da sind Sie hingegangen und haben einen Kinderwagen gekauft. Nein, ich habe. Was soll ich einen Kinderwagen kaufen für einen Sohn, der nicht da ist? Er ist nicht da? Nein. Man muss die Abgängigkeitsanzeige starten. Was denn? Das ist ja gefährlich. Kidnapper. Was glauben Sie, wie viele Kinder heutzutage genappt werden? Das ist ja gang und gäbe. Den Blödsinn reden zusammen. Der Sohn existiert nur meiner Fantasie. Fantasieren Sie, das ist unmöglich mit Ihnen. Aber pass auf, also jetzt ist ein Kinderwagen, nicht? Der würde sagen, antiquarisch kostet, sagen wir, 500 Schilling. 500 Schilling, ja. Was habe ich jetzt gemacht? Ja. Ich habe die 500 Schilling genommen für den Kinderwagen und habe es auf eine Bank gelegt. Das ist unvorsichtig. Was? Es kommt einer vorbei, setzt sich hin auf die Bank, sieht 500 Schilling, er steckt sich klarerweise ein. Aber sind Sie wahnsinnig, doch nicht auf eine Bank im Park, auf eine Privatbank. Ein kleines Vorgärtchen, man steigt drüber, steckt sie ein. Ins Bankhaus Herrling und Kompanie. Das kenne ich im dritten Bezirk in der Epistelgasse. Apostelgasse. Dort habe ich das hingelegt. Ja, und wo haben Sie das Kind hingelegt? Sie, es gibt kein Kind, es gibt kein Kind. Ich habe das Geld für 500 Schilling hingelegt, ich habe mir ein Konto öffnen lassen. Damit habe ich gedacht, was braucht sein Baby so noch? Ja. Was braucht er? Also Wäsche, ne? Windel, nicht? Windel, was habe ich also gemacht? Sie haben, ich weiß es, da. Sie haben die Windeln ins Bankhaus Herrling und Co. Was soll ich dem Bankier Windeln? Nein, ich habe die 300 Schilling, die das gekostet hätte, zu den 500 dazugelegt, habe ich 800 gehabt. Klug gehandelt. Ja, klug gehandelt. Mein Sparsystem, nicht wahr? Dann der Sohn ist herangewachsen, in die Schule gekommen, und muss ich für Lehrmittel und so Schulgeld und so weiter ausgeben. Da muss ich im Lehrer halten, wer ein bisschen zurückgeblieben war. Ja. Ganz der Papa. Unsinn, nicht wahr? Und dann, er hat studiert, er ist Doktor geworden. Ich gratuliere, Was gratuliert mit dem? Den gibt's doch nicht, der Sohn. Er ist Doktor geworden, hat die Praxis eröffnet, muss nicht Geld für die Promovierung und für die Praxis, alles in Bankhaus Herrlich und Co. gelegt. Aber verstehen Sie jetzt langsam. Mein Sohn hat geheiratet. Eine gute Partie? Wie kann ein Sohn, der nicht da ist, eine gute Partie machen? Also eine schlechte Partie. Überhaupt keine Partie, es war ja keine Braut da. Durchgegangen. Das ist einer Cousine von mir auch passiert, einer gewisse Rosi Shapira, genannt die blonde Putzi. Putzi, will zu Ende erklären, dass sie für die Hochzeitsreise und sonstige Späßen der Hochzeit, die haben ja auch ins Bankhaus Herrling und Co. getragen. Zu Herrling und Co. Und da habe ich jetzt ein Konto, habe ich ein schönes Sümmchen und von den Zinsen dieser Summe lebe ich jetzt. Ich lebe von meinem Sohn. Das wäre nichts für mich. Warum? Meinem Sohn würde ich nichts wegnehmen. Nein, aber das würde ich nicht machen. Der Sohn ist doch gar nicht da. Dann erst recht nicht. Wenn er sie nicht wehren kann, weil er nicht da ist, erst recht nicht. Das würde ich nicht machen. Überhaupt, ich habe es satt, mich mit Ihnen zu halten. Sie langweilen mich. Ja, so. Also, einem blöden Menschen kann man eben nichts erklären. Nur am Blöden. Ein Gescheiter brauchst du nicht. Ich habe Ihnen erwähnt, Sie langweilen mich. Ich möchte mit Ihnen jetzt im Moment nichts zu tun. Aber ja, ich gebe es auf, jemals wieder Ihnen etwas zu erklären zu versuchen. Ja. Verstehen Sie? Was? Was ist? Mein Herz ist beileid. Was geschehen? Ihr Sohn ist gestorben. Mein Sohn existiert doch nicht. Ich weiß, aber da lesen Sie. Das Bankhaus Herrlinger und Co. hat die Zahlungen eingestellt.